Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Frauke. Ich liebe es zu stricken und heute gibt es eine neue Podcast-Folge. Und zwar gibt es die Podcast-Folge von den Monaten Dezember und Januar. Ich habe Ende Dezember keinen Podcast gedreht, weil ich das Video, alles was ich 2023 gestrickt habe, gedreht habe. Und es war mir dann zu viel Arbeit, deswegen gab es da keinen Podcast. Und heute reden wir dann über die Projekte aus dem Dezember und dem Januar. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an, denn es gibt doch einige fertige Projekte. Also heute, ich habe immer hier alles auf meinem Stuhl neben mir, was ich zeigen möchte, und heute ist es ordentlich. Also ich glaube, es wird eine lange Folge. Jetzt schauen wir mal. Das erste fertige Projekt, mit dem wir gleich anfangen werden, ist das, was ich auch trage aktuell, die My Honey Vest von Wool & Beyond. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Ich habe sie noch nie nach draußen angehabt. Ich habe sie auch noch nie zu Hause angehabt. Also ich glaube, heute ist das zweite Mal, dass ich sie anhabe, seit ich sie fertiggestellt habe. Und ich habe sie noch im Dezember fertiggestellt. Also ich glaube, wirklich am 30. oder 31. Dezember. Ja, irgendwie spricht sie mich gar nicht so an. Aber wenn ich sie dann anhabe, also jetzt denke ich mir, ach, ist doch schon schön. Ich bin mit der Farbe nicht so ganz sicher, weil es doch eher so ein kühles Grau ist oder allgemein eher so kühle Farben sind und mir, glaube ich, warme Farben besser stehen. Aber eigentlich so auch mit dem Oberteil drunter gefällt es mir doch ganz gut. Also vielleicht muss ich mich selber hier zwingen, sie mir anzuziehen. Aber das ist auch sowas, also wenn ich das jetzt so anhabe, dann ist es mir zu kalt. Also da brauche ich ja schon noch einen Pullover oder so drüber oder halt drunter. Ja, also praktisch ist sie jetzt nicht so für mich. Und was auch noch ein bisschen anders ist als in der Anleitung, ich habe noch nicht die Schleifen gestrickt. Ich hatte nämlich einfach keinen Bock mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte da überhaupt keine Motivation mehr dafür, weil für mich dieses Band, was jetzt hier rangestrickt wird, das war schon eine Herausforderung, weil das einfach so lange ist und auch keine genaue Anzahl genannt wird, wie viel Maschen man aufnehmen soll. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele dann jetzt schlussendlich aufgenommen, aber ich werde das nicht wieder aufmachen und neu stricken. Dafür war es viel zu viel Arbeit. Genau. Und ich glaube, dass es mit den Schleifen schon noch mal ein bisschen süßer ist, wenn man sich dann vorstellt, dass hier das so zu ist. Aber ich habe auch den Rand hier mit Mohair gestrickt, also ein Faden. Irgendwas mit Tweed hieß die Wolle. Von Lana Grossa, glaube ich. Oder Langjans. Vielleicht finde ich sie nochmal. Und einem Faden Mohair. Und ich habe kein weißes Mohair mehr. Das ist mir dann nämlich ausgegangen. Ich musste schon hier die Rückseite auch ohne Mohair stricken, weil ich nicht mehr genug hatte. Und das heißt, ich müsste mir jetzt für die beiden Bändchen dann ein neues Knäuel Mohair kaufen. Ja, und das wollte ich irgendwie noch nicht. Ich war bei mir vor Ort in dem einen Wollgeschäft, das es gibt, und da kostet ein Knäuel Mohair 10 Euro. Und dann habe ich mir 10 Euro dafür, dass ich dann da zwei Schleifen habe. War mir irgendwie, ich weiß nicht, war mir zu teuer. Aber ich werde die wahrscheinlich schon nochmal, also das Mohair kaufen. Und dann die Schleifen dran nähen und stricken, weil es einfach schon auch schöner ist mit den Schleifen. Die Wolle, die ich verwendet habe, ist dieses Beige hier. Das ist Eastex Fleur de Lopi. Und das Blaue ist Cool Wool Melange. Heißt die Farbe. Nicht die Farbe, heißt die Wolle. Von Langjans. Oder Lana Grossa. Ich kann mir irgendwie die beiden, ich kann die nicht auseinanderhalten. Das ist für mich eine Firma, auch wenn es nicht stimmt. Aber für mich ist das irgendwie eins. Und ich habe hier nebenbei mein Stricktagebuch liegen. Und ich gucke gerade mal, wann ich die Weste angeschlagen habe, weil das ist schon ein paar Monate her. Und zwar war das im, na, wann kommt sie denn? Im August, am 23. August. Ja. Also ich habe ungefähr gute 4 Monate gebraucht. Ich glaube, das ist dann dafür, dass es eigentlich nicht viel zu stricken ist und auch dieses Muster erstaunlich schnell geht, habe ich sehr lange gebraucht. Und prinzipiell hat es mir aber total Spaß gemacht zu stricken. Also sie hat wirklich Spaß gemacht und sie sieht auch schön aus. Und vielleicht stricke ich mir sogar nochmal eine in ein bisschen anderen Farben, weil ich mag sie wirklich gerne. Also ich finde sie wirklich sehr, sehr schön.
aber ein bisschen unpraktisch für den Alltag. Dann habe ich im Dezember noch zwei kleinere Projekte fertiggestellt, die fasse ich mal zusammen. Ich habe die nicht mehr hier, ich habe sie nämlich verschenkt, die waren für meinen Freund. Und zwar habe ich ihm einen Sophie-Scarf und ein paar Penny-Gloves gestrickt aus Cardiff Kashmir von Cardiff? Kashmir? Heißt die Marke so? Die sind sehr, sehr schön geworden. Die sind weich wie eine Wolke und einfach traumhaft schön. Also wirklich traumhaft schön. Und es hat sehr viel Spaß gemacht zu stricken. Und die gingen super, super schnell. Und ich habe genau zwei Knäuel gebraucht. Also ich habe etwas weniger als ein Knäuel für den Sophie-Scarf genommen und etwas mehr als die... Also eine Knäuel dann für die Penny Gloves und ich habe wirklich gar nichts mehr übrig. Gar nichts. Also ich hatte am Ende Angst, dass ich... Nee, gar nicht. Ich hatte sogar ein bisschen zu wenig Wolle. Und dann habe ich die Enden schon abgeschnitten und dann aneinander gefilzt und dann damit noch die letzte Runde gestrickt zum Abketten, weil es sonst nicht mehr gereicht hätte. Also ich habe wirklich gar nichts mehr übrig. Ja. Also hier ist mir dann schon... Hatte ich zu wenig Mohair. Dann bei dem... Jetzt Penny Gloves und Sophie Scarf hatte ich gar nichts mehr übrig und wir haben noch ein Projekt, bei dem ich dann auch nichts mehr übrig hatte. Also das zieht sich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen durch. Im Dezember habe ich auch noch ein paar Scrunchies genäht. Da habe ich auch gerade hier eins drinnen. Die habe ich einfach als Geschenke genäht, werde ich euch auch nochmal ein Foto einblenden. Und ich habe noch etwas genäht. Und zwar habe ich einmal einen Rollkragenpullover und einen passenden Rock genäht. So sieht der Rollkragenpullover aus. Den habe ich schon sehr oft jetzt angehabt. Den habe ich in Größe S genäht. Das ist eine Anleitung von Kiana Bonolo. Die habe ich schon, ich glaube, das ist das dritte oder vierte Mal genäht. Die mag ich sehr gerne. Und das ist einfach praktisch, um irgendwo das drunter zu ziehen. Vielleicht könnte man es auch hier drunter ziehen. Ist ganz cool. Und den Stoff habe ich in einem Secondhand-Geschäft gefunden. Und dann habe ich noch den passenden Rock dazu auch aus dem Stoff genäht. Den hatte ich noch nie an, weil er mir doch ein bisschen zu wild ist. Aber vielleicht, wenn ich mal die Gelegenheit habe, werde ich ihn mal anziehen mit einer Strumpfhose drunter. Aber bis jetzt gab es noch keine Gelegenheit. Das hier war eine Einheitsgröße. Genau, im Rollkragen hatte ich Größe S. Und in dem hier habe ich übrigens auch Größe S. Also ich stricke eigentlich immer oder nähe Größe S, genau, weil das mir für obenrum am besten passt. Kommen wir jetzt in den Januar. Also das waren alles die Projekte aus dem Dezember. Jetzt kommt der Januar. Wir fangen mit dem größten Projekt im Januar an, auf das ich sehr stolz bin, dass ich es fertig habe. Das gute Stück liegt gerade neben mir auf dem Wäscheständer und trocknet noch. Ich hatte nämlich die Hoffnung, dass es schon fertig getrocknet ist bis heute, aber das ist nicht der Fall. Da merkt man doch, dass irgendwie Winter ist und es einfach nicht so warm ist. Ich zeige ihn euch aber trotzdem mal vorsichtig, ohne hoffentlich zu viel kaputt zu machen. Also ich hebe ihn nur mal ganz kurz so hoch. Das ist der Twist Loop Sweater von Other Loops. Und er ist fertig und er ist sehr schön geworden. Ich lege ihn jetzt aber gleich wieder auf die Wäscheleine. Ich will ihn nicht aushängen oder ausleiern lassen, ne? Also ich hänge den dann auch nicht so auf den Wäscheständer, sondern ich lege ihn einfach nur glatt oben drauf und lasse die Sachen dann meistens so trocknen und manchmal lege ich dann noch ein Handtuch drunter, dass es wirklich auch nicht diese Rillen so reingeht, aber das ist bei dem eigentlich nicht so das Problem. Ja, der Pullover. Das ist der Twist-Tube-Sweater, habe ich schon gesagt. Ich habe ihn gestrickt aus Drops Daisy und Drops Kitzelk in der Farbe Marzipan und ich bin sehr glücklich, dass er fertig ist. Er war eigentlich relativ schnell zum Stricken, dafür, dass ich ja auch gar nicht so viel dran gestrickt habe. Also ich habe das meiste schon jetzt irgendwie im Januar gemacht, würde ich sagen. Und ich bin sehr zufrieden. Ich bin gespannt, wie er dann sitzt, wenn ich ihn gewaschen habe, also nachdem ich ihn gewaschen habe und er getrocknet ist, weil ich hatte ihn vorher einmal anprobiert, da kann ich euch ein Video einfügen und da war er relativ eng anliegend und er hätte auch, also von der Länge her war es okay, aber wenn er dann das Rippenmuster sich ausdehnt, dann wird er ja kürzer. Also, ja, ich bin mal gespannt, wie er sitzt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich konnte nicht mehr weiter stricken, weil mir das Mohair ausgegangen ist. Also ich hatte wirklich auch kein einziges bisschen Mohair mehr. Und ich habe unten am Bündchen und an den Ärmeln italienisch abgekettet und das Abketten habe ich auch schon ohne Mohair gemacht, weil ich kein Mohair mehr hatte und da wollte ich mir aber auch nicht nochmal ein neues Knäuel kaufen. Deswegen sind die
Das italienische Abketten ist dann ohne Mohair, aber man sieht es eigentlich gar nicht. Und sonst habe ich wirklich alles genau nach Anleitung gestrickt. Bei dem Pullover habe ich tatsächlich Größe M gestrickt. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich wollte es, glaube ich, ein bisschen größer haben und ein bisschen mehr oversized. Hätte ich Größe S gestrickt, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen länger stricken können dafür. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich gehe davon aus, dass der Pullover nicht getrocknet sein wird, bis ich das Video fertig geschnitten habe. Das heißt, ich kann euch auch kein Video einfügen. Ich habe aber Instagram. Da heiße ich auch Fraukes Wolke und da werde ich dann ein Video posten, wenn er dann fertig getrocknet ist, falls es euch interessiert. Und er hat schon Spaß gemacht zu stricken. Er wurde auf 4,5 mm gestrickt, eigentlich in Runden die ganze Zeit, nur hinten am Nacken werden ein paar Short Rows gearbeitet. Und das Zopfmuster ist sehr einfach und lässt sich gut stricken. Das überhaupt das Rippenmuster mit dem 3 rechts, 2 links lässt sich auch sehr gut merken. Kann man sich auch sehr gut merken. Also auf jeden Fall ein schönes Projekt, was zwar so ein bisschen Denken erfordert hat, aber wirklich wenig Denken. Also man kann sich das wirklich alles sehr, sehr leicht merken. Jetzt schaue ich immer hier rüber, um zu sehen, ob mir da noch irgendwas dazu einfällt. Aber ich glaube, mir fällt nichts mehr dazu ein. Ich bin heute irgendwie ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, ich vergesse jetzt auch nichts Wichtiges, was ich vielleicht sagen wollte. Aber ich habe das Gefühl, ich habe über die ganzen Sachen ja schon oft geredet, die jetzt gekommen sind. Jetzt habe ich noch ein weiteres ganz fertiges Projekt und dann noch ein halbfertiges Projekt. Wir fangen mit dem ganz fertigen an. Und zwar habe ich eine Mütze gestrickt. Das hier ist die Snowy Side Cap, auch von Wool & Beyond. Also schon hier. Zwei Anleitungen von Wool & Beyond. Und ich finde sie sehr cool. Also es hat sehr, 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 sehr Spaß gemacht, sie zu stricken. Man fängt hier vorne an, strickt dann hier hoch, nimmt zu, arbeitet aber auch noch German Short Rows. Und also es war sehr, sehr, sehr spannend und sehr interessant, das zu stricken. Und dann strickt man hier am Ende wieder runter. Dann wird die Klappe hier vorne gestrickt. Und dann kommt überall hier ein I-Cord dran drumherum und dann strickt man noch das hier unten an. Also es ist sehr viel hin und her und rechts und links stricken. Also wenn man nur jetzt in Runden stricken möchte, kann ich das auf jeden Fall nicht empfehlen, weil man eigentlich außer hier vorne nie in Runden strickt. Und dann am Ende, das ist aber optional, das muss man nicht machen, werden hier noch so zwei kleine I-Cord-Bändchen angestrickt. Und ich finde sie super cool, aber sie ist ein bisschen zu klein. Ja. Ich habe schon Größe L, XL gestrickt und das ist ein bisschen blöd in der Anleitung, weil es steht nämlich keine genaue Nadelstärke. Es steht, man soll mit 3 bis 4 mm Nadeln stricken und das hilft mir irgendwie nicht. Sonst müsste ich eine Maschenprobe machen und ich will nicht für eine Mütze eine Maschenprobe machen. Ja, und dann habe ich mich für 3,5 mm und die größte Größe entschieden, weil ich mir dachte, ja, das wird dann schon passen. Und ich setze jetzt nicht auf wegen meinem Topf, aber ich werde euch ein Video einblenden, wie ich sie aufhabe. Und sie ist halt hier so ein bisschen, also hier geht sie nicht so richtig übers Ohr drüber. Und das dachte ich mir aber schon beim Stricken, dass dieses Ding hier vorne für meinen Geschmack schon ein bisschen länger sein könnte. Ich finde, das ist ein bisschen zu kurz. Ja. Aber mir macht, also ich finde sie sehr, sehr cool und es hat einfach super viel Spaß gemacht zu stricken. Also allein deswegen hat es sich wirklich gelohnt, weil das, also es hört sich so blöd an, aber das war wirklich eine Freude zu stricken und es hat auch überhaupt nicht lange gedauert. Ich glaube, eine Woche oder so hatte ich das, in einer Woche hatte ich das fertig. Und gestrickt habe ich aus Drops Charisma. Das ist eine neue Wolle, die ich mir auch dann jetzt erst gekauft habe. Über eBay Kleinanzeigen hat die nämlich jemand verkauft. In, ich weiß gar nicht, welche Farbe das ist. Natur, glaube ich. Das ist nicht so rein weiß, sondern Natur. Das ist eine Superwash-Wolle in DK-Stärke. Und zusammengehalten habe ich das mit diesem Mohair. Das hatte ich noch zu Hause. Da war ich ganz stolz, dass ich mir da kein neues gekauft habe. Und zwar ist das von Atelier Citron die Extra-Klasse, heißt das. Und das ist wirklich ein Traum. Also das ist überhaupt nicht kratzig. Das ist, glaube ich, das weichste Mohair, was ich bis jetzt hatte. Die Farbe ist auch einfach richtig schön. Und die beiden zusammengehalten, mit 3,5 mm Nadeln gestrickt, ergibt dann auch ein recht festes Strickstück, also es ist auf jeden Fall nicht doll dehnbar und überhaupt sehr, ja,
durch die ganzen iCord-Ränder sehr strukturiert und ja, sehr, sehr fest gestrickt einfach. Und das ist auch das, was ich manchmal beim Stricken gemerkt habe, dass wenn ich zu lange dran gestrickt habe, dass mir so ein bisschen die Daumen wehgetan haben, weil es wirklich fest, also sehr fest ist und man sehr viele Zunahmen oder Abnahmen oder German Short Rows arbeiten muss. Aber alles machbar und auch wirklich nicht schwer gewesen zum Stricken. Und die Anleitung ist auch sehr verständlich. Nur die einzige Sache ist halt das mit diesen 3 bis 4 mm schwierig. Aber mein Freund hat die auch gesehen und ist ganz begeistert und möchte jetzt auch so eine haben. Also ich habe das Gefühl, ich stricke gerade sehr viel für ihn. Aber das macht man nicht alles. Und dadurch, dass es ja wirklich so Spaß gemacht hat zu stricken, kann ich mir auch vorstellen, ihm nochmal eine zu stricken. Überhaupt nochmal eine zu stricken. Und da würde ich dann auch mit 4 mm, glaube ich, stricken. Und aber auch wieder die größte Größe, aber 4 mm. Und dann hoffen, dass es gut passt. Und wenn er sie dann doch nicht trägt, dann kann ich sie ja auch aufsetzen. Also haben wir halt 2. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und da habe ich auch schon die Wolle für das neue Projekt, wenn ich ihm die stricken würde. Aber das zeige ich euch dann bei den Neuanschaffungen. Ist auf jeden Fall auch Drops Charisma in einer anderen Farbe. Genau. Und in der Anleitung wird hier empfohlen, dass man es gar nicht richtig waschen soll, sondern einfach nur mit einem Bügeleisen dämpfen oder mit so einem Steamer drüber gehen. Dadurch, dass es aber schon vorher ein bisschen klein war, habe ich sie dann ganz gewaschen in der Hoffnung, dass sie noch ein bisschen wächst. Und sie ist auch ein bisschen gewachsen, aber halt eben noch nicht ausreichend. Aber jetzt werde ich sie erstmal ein bisschen so einfach tragen und gucken, ob die mir gefällt. Das ist auch ganz gut, weil sie eben nicht zu warm ist. Und ich bin jetzt ab heute Nachmittag, heute ist übrigens Dienstag, der 30. Januar, in Kassel für ein paar Tage. Und vielleicht nehme ich sie daran mit und werde das als meine einzige Mütze mitnehmen. Und dann mal gucken, ob ich sie aufsetze oder ob ich lieber ohne Mütze rumlaufe. Vielleicht mache ich das einfach mal so. War auf jeden Fall ein Erfolg. Auch wenn er vielleicht gar nicht so praktisch ist. Aber ich bin wirklich richtig begeistert und ich finde, jetzt muss man das nochmal sagen, ich finde auch die Farbe, das ist einfach so unglaublich schön. Also dieses Melierte mit dem Grün, Gelb und dem Weiß, ne, sieht traumhaft aus. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Farbauswahl mit den beiden. Und ich habe auch noch ziemlich viel von dem Mohair übrig. Also das war ein neues Knäuel und das ist schon noch einiges. Und auch von dem hier habe ich auch noch einiges übrig. Da habe ich ein komplettes 50 Gramm Knäuel verbraucht. Verbraucht und dann eben noch das bisschen hier. Dann kommen wir zu dem halbfertigen Objekt. Und zwar habe ich nach sage und schreibe 3 Monaten die erste Socke für meinen Freund fertig. Die habe ich jetzt vor 1-2 Wochen fertiggestellt und noch nicht die zweite angeschlagen. Gefährlich, gefährlich. Ja, so sieht das gute Stück aus. Ist halt eine ganz klassische und ganz langweilige Socke mit 2,25 mm Nadeln gestrickt und 68 Maschen. Dann hier eine Käppchenferse mit abgehobenen Maschen, um sie ein bisschen zu verstärken. Und dann habe ich vorne einfach jede zweite Reihe abgenommen. Und irgendwie ist die Spitze sehr spitz geworden. Ich muss sie mal anprobieren, weil vielleicht mache ich sonst wieder ein bisschen was auf und vernähe dann vorher schon. Aber er hat eigentlich keine Ansprüche so. Ich glaube an die Spitze seiner Socke. Deswegen soll er sie einfach mal anprobieren und dann sehe ich, ob sie passt. Und sie ist auch noch nicht gewaschen worden. Aber das mache ich dann, wenn die andere Socke auch fertig ist. Ich wasche auch meine ganzen Socken immer in der Waschmaschine im Wollwaschgang und ich hänge sie dann auch einfach so über die Wäscheleine oder über den Wäscheständer und benutze dann die Sockenblocker, weil ich das irgendwie unnötig finde. Genau. Und hier sieht man noch, hier war ich beim letzten Podcast. Also habe ich doch ein bisschen was geschafft. Und dadurch, dass er auch große Füße hat, also ich glaube, er hat 44 oder 45, dauert das natürlich auch schon ein bisschen länger zu stricken, als jetzt so eine Socke für mich. Die Wolle, die ich hier benutze, ist Föhrer Sockenwolle. Die habe ich im Oktober auf der Insel Föhr gekauft. Die wurde da von einer Inselbewohnerin handgefärbt und ist sehr schön und auch sehr günstig. Also die kostet 12 Euro, das Knäuel. Da ist wirklich sehr, sehr günstig für handgefärbte Wolle und sie ist auch sehr schön. Ja. Und ich stricke mit einem Nadelspiel. Ja, ich habe da jetzt auch schon überlegt, ob ich die zweite Socke jetzt auch in Kassel anschlage oder ob ich mir da ein bisschen was Spannenderes mitnehme.
Aber ich glaube, ich bin eine gute Strickerin und werde hier die zweite Socke anschlagen. Dann kommen wir zu meinen aktuellen Projekten. Ne? Da habe ich ja halt die Socke rein theoretisch. Und dann sehe ich gerade, dass ich auch nur eigentlich eins habe, an dem ich tatsächlich aktiv arbeite. Und zwar ist das auch neue Wolle. Also heute ist eigentlich alles neue Wolle. Ich stricke den Ingrid Slipover von Petit Knit. Die Wolle dazu habe ich zu Weihnachten bekommen. Und es war schon lange auf meiner Wunschliste. Und den habe ich dann auch wirklich noch nicht lange her. Also jetzt nicht das letzte Wochenende, also vorgestern, sondern das Wochenende davor angeschlagen. Also jetzt habe ich es vielleicht seit anderthalb Wochen auf den Nadeln. Und es macht super viel Spaß zu stricken. Ich bin richtig begeistert. Und ich habe jetzt gerade noch kurz vor der Aufnahme zur Runde geschlossen, dass ich jetzt einfach den Rumpf weiter stricken kann in Runden. Das heißt, Vorderteil und Rückseite sind fertig. Und jetzt geht es einfach nur noch in Runden weiter und dann wird irgendwann noch das Halsbündchen und die Armbündchen dran gestrickt. Ich stricke, die Nadeln klimpern hier so, aus Peer Gynt von Zentners Garn. Da habe ich insgesamt noch 5 Knäuel plus das, was ich jetzt gerade verwende. Das ist genau die Menge, die in der Anleitung vorgegeben ist. Und das stricke ich in der Farbe 3021. Das ist das hellbeige Meliert, heißt die, glaube ich. Und die Farbe ist sehr schön. Ich wollte schon immer so einen beigen Ingrid Slipover haben. Oder eine Ingrid Sweater. Eins von beiden. Und bei der hier, also bei dem Strickstück, da merkt man richtig, das muss gewaschen und geblockt werden. Weil das so zusammengezogen und ja. Hier das links gestrickte zieht sich nach innen. Also da bin ich echt sehr, sehr, sehr gespannt, wie es dann aussieht, wenn es fertig gestrickt ist und wie es dann gewaschen aussieht. Ich habe ja sogar eine Maschenprobe gemacht. Ich habe sie dann aber nicht gewaschen. Ja. Aber hier habe ich die Maschenprobe gemacht, um einfach nur mal so ein bisschen herauszufinden, wie das mit den Mustern, mit dem Strukturmuster, wie das alles funktioniert und dass ich schon einmal gestrickt habe. Und die ganzen Muster sind wirklich sehr einfach. Und auch hier dieses Kreuzmuster, das sind keine echten Zöpfe, die ganze Zeit gestrickt werden, sondern das ist eigentlich ganz raffiniert gemacht. Und ich habe mich bis jetzt nur einmal verstrickt gehabt. Und zwar habe ich glaube beim Rückenteil, einmal hier die zwei linken Reihen vergessen nach dem Lochmuster und dann hier einmal falsch angefangen. Aber das habe ich dann wieder aufgeribbelt, das war auch kein Problem. Und dann einfach wieder nochmal neu gestrickt. Und ich stricke mit 4 mm Nadeln. Und auch wieder Größe S. Ja. Wie immer. Und ich freue mich schon. Irgendwie, das ist, da bin ich sehr gespannt. Das ist ja eigentlich so was Ähnliches wie jetzt diese Weste. Und ich hoffe, dass ich ihn mehr anziehen werde. Aber in meinem Kopf werde ich ihn sehr oft anziehen. Aber die Realität ist natürlich was anderes. Aber in meinem Kopf werde ich das dann sehr oft immer anhaben. Ich bin mal gespannt. Aber ich freue mich wirklich schon richtig drauf. Also ich bin gerade ganz begeistert von dem Projekt. Und das hat echt so ein bisschen meine Strickmotivation wiedergebracht. Weil die war gar nicht so hoch. So gerade im Dezember und dann auch Anfang Januar war ich irgendwie nicht so motiviert. Und durch das Projekt bin ich jetzt wieder richtig motiviert. Die Wolle ist so mittelmäßig kratzig. Also sie ist nicht weich auf jeden Fall. Aber ich würde sagen noch im Rahmen. Und vollkommen in Ordnung. Und ich könnte sie auch, glaube ich, so direkt auf der Haut tragen. Aber wenn man jetzt eine super weiche Wolle will, dann würde ich Peer Gynt nicht empfehlen. Weil weich ist sie auf jeden Fall nicht. Genau, viel mehr gibt es zu dem Projekt auch gerade gar nicht zu sagen. Ich stricke einfach mal ganz fleißig weiter und hoffe, dass ich ihn bis zum nächsten Podcast fertig habe. Und so wie das jetzt aktuell läuft, ist das auch gar nicht unrealistisch. Dann habe ich noch ein weiteres Projekt, an dem ich aber gerade nicht aktiv arbeite, weil ja, ich keine Maschenprobe gemacht habe und es viel zu groß ist. Und zwar soll das die Inga-Koje werden von, das ist jetzt gut, von wem?
Embra Jolie heißt sie, glaube ich. Das soll ein Kleid werden und das Kleid ist normal ganz lang bis zum Boden. Und ich habe aber ein Foto gesehen, auf Pinterest habe ich das ursprünglich gesehen, wo es nur so bis Mitte der Oberschenkel geht. Und das fand ich sehr cool und sehr schön. Deswegen wollte ich dann das nachstricken und habe mir dann auch die Wolle gekauft im Dezember. Und die Wolle hat ein Vermögen gekostet, weil dann auch noch Zollgebühren draufkommen, mit denen draufgekommen sind, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also das Projekt, das muss was werden. Und so sieht das aktuell aus, was ich habe. Ja, man strickt von unten nach oben. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es ummodelliere, dass ich von oben nach unten stricke, weil das ist machbar auf jeden Fall, das ist nicht schwer. Vielleicht mache ich das, weil das macht dann, glaube ich, auch mehr Spaß und dann kann ich noch mehr die Länge anpassen. Ja, so sieht es aktuell aus. Jetzt ist es halt ein bisschen auf den Nadeln zusammengefriemelt, also weil es ein enges Kabel ist, aber eigentlich ist es schon groß. Also wenn ich das jetzt hier so unten auseinanderziehe, dann sind das wirklich sehr viele Maschen dafür, dass es jetzt auch nicht unglaublich oversized sein sollte. Und ich habe auch schon ein komplettes Pinkelknäuel verbraucht. Ja, also hiervon bin ich nicht begeistert. Das muss ich wieder aufribbeln. Das wird aber kein Spaß werden, das aufzuribbeln, weil es ja ein Mohair-Garn ist. Ja. Die Wolle, die ich benutze, ist von Strickefeber, das Fluffy Mohair, in der Farbe Vanille und Pink. Also die Farben haben hier Nummern drauf. FM807 ist das Pink und FM065 ist hier das Vanille, die Vanillefarbe. Und es ist jetzt nicht super weich, aber auch nicht unangenehm auf der Haut bisher. Das sind 78% Mohair, 13% Wolle und 9% Nylon und 50 Gramm haben genau 100 Meter. Und ich muss ja auch sagen, ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich damit einen Wave-Sweater von Spectacle Strick anschlagen soll. Weil ich glaube, dass man das hierfür auch nehmen kann, die Wolle. Und das gefällt mir jetzt fast besser als dieses Kleid, wobei ich dieses Kleid auch total cool finde. Also jetzt bin ich irgendwie ein bisschen ratlos, was ich machen soll. Ob ich das nochmal mit dem Kleid probieren soll. Oder Wave Sweater. Ich kann euch hier mal so die zwei Bilder einblenden und dann überlegen, was besser wäre. Und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr mir empfehlen würdet, wenn ihr da eine Meinung zu habt. Weil ich kann mich nicht entscheiden. Ja, und deswegen arbeite ich gerade gar nicht dran. Und ich habe es auch noch nicht aufgeribbelt. Aber das könnte ich jetzt eigentlich mal machen. Aber heute nicht mehr. Dann, wenn ich wieder aus Kassel da bin. Weil, ach nee. Also das hier gefällt mir irgendwie noch nicht so. Aber ich weiß auch nicht, ob mir die Farben so als Pullover gefallen würden. Weil als Kleid hat man ja, also würde ich da wahrscheinlich ja immer noch was drunter haben. Aber sondern direkt auf der Haut weiß ich nicht. Oder direkt neben meinem Gesicht, ob die Farben mir so stehen. Aber ich wollte auf jeden Fall etwas Knalliges haben. Deswegen habe ich mich für die Pink- und Gelb-Kombination entschieden. Und damit bin ich schon auch sehr zufrieden und die gefällt mir sehr gut. Und gestrickt wird hier auf 5 mm Nadeln und ich habe auch Größe S angeschlagen. Und ich könnte entweder auf kleinere Nadeln gehen und dann Größe X oder halt Größe XS anschlagen. Und ich glaube, ich werde mit 5 mm dann die Größe XS anschlagen. Aber es muss was Gutes werden, weil ich glaube, dass das dann vielleicht sogar das teuerste Strickprojekt ist, was ich habe. Weil eigentlich hat die Wolle, ich habe ein bisschen mehr gekauft, als ich für die kurze Version brauche. Ich glaube, ich habe dann für die Wolle, das sind jetzt 8 Knäuel oder 6 Knäuel, die ich mir gekauft habe, 100 Euro bezahlt. Und dann sind noch irgendwie 30 oder 40 Euro Zollgebühren draufgekommen. Also, das war teuer. Deswegen muss das etwas Gutes werden. Und ich hatte auch nach anderer Wolle geguckt, aber ich habe da irgendwie nichts gefunden. Ne? Und deswegen habe ich dann mich dazu entschieden, die Originalwolle zu kaufen. Ne? Die dann aus Norwegen gekommen ist. Und der Versand war aber super schnell. Also ich glaube, das war innerhalb von 2 Tagen oder 3 Tagen da. Also da war ich sehr, sehr überrascht, wie schnell das geht, weil ich auch keinen Expressversand gebucht habe oder so. Ja, das muss was Gutes werden. Jetzt sind wir mit allen aktiven Projekten durch und allen fertigen Projekten. Ne? Und jetzt kommen wir zu den Anschaffungen. Da habe ich euch ja jetzt eben gerade schon einiges gezeigt, weil ich vieles gleich integriert habe und das mache ich in der Regel auch immer so. Ich habe keinen riesengroßen Wollvorrat, sondern wenn ich mir was kaufe, dann kaufe ich das immer sehr projektbezogen und
ich kaufe mir dann auch eigentlich immer erst die Wolle, wenn ich schon weiß, okay, ich schlage das Projekt jetzt in den nächsten paar Tagen oder Wochen an. Deswegen passt das immer ganz gut. Ich habe noch trotzdem noch ein bisschen was zu zeigen. Und zwar einmal die ersten beiden Knäule. Und zwar sind das die neuen Drops Charisma, die ich zusammen mit der Weißen gekauft habe. Das ist die Farbe 37. Ist ein sehr schönes Blau. Und da habe ich mir überlegt, ob ich daraus die Mütze Snowy Sidecap für meinen Freund stricke, zusammen mit einem Farbenmohair. Und ich Schlaufuchs habe mir jetzt überlegt, ob ich dafür mir weißes Mohair kaufe. Und dann kann ich ja die Mütze damit stricken. Und dann habe ich am Ende wahrscheinlich noch ein bisschen was übrig. Das hatte ich jetzt bei meiner ja auch. Und dann mit den Resten könnte ich vielleicht die Schleifen hiervon stricken. Dann habe ich auch zu Weihnachten ein paar neue Nadeln bekommen. Und zwar sind das Nadeln Red Lace in der Stärke 2,5 mm und 80 cm. Die sind dann optimal für Sockenstricken, wenn man die mit Magic Loop stricken möchte. Dann gibt es jetzt noch ein bisschen Wolle. Ein bisschen. Das bisschen Wolle ist hier in diesem Karton drin. Und zwar, jetzt hier schon mal ein kleiner Sneak Peek, was kommen wird, habe ich mir einen Zipper von Petite Knit gekauft. Und nochmal ganz viel Peer Gynt. Hier hat das aber nicht, ich habe es nicht bezahlt, sondern mein Freund hat das bezahlt, weil er sich gewünscht hat, dass ich ihm einen Pullover stricke. Und da hat er sich den Zipper Sweater Light ausgesucht. Und weil er trägt nämlich ganz, ganz viele von diesen Wollpullovern mit einem Reißverschluss und mag die total gerne. Deswegen sind wir uns dann darauf einig geworden, dass das doch eine gute Variante ist. Und er trägt sowieso alles, was ich ihm stricke, sehr oft und sehr zuverlässig und erzählt jedem, dass ich es selber gestrickt habe und ist da ganz stolz drauf. Und das freut mich natürlich sehr. Er hat sich für die Farbe 1042 entschieden. Das ist das Grau meliert. Und ich finde es richtig schön, die Farbe. Also die ist richtig, richtig schön. Und das ist ein riesen Paket. Ich weiß gar nicht, wie viele Knäule hier drin sind. Viele, viele, viele. Ich bestelle Wolle eigentlich meistens bei Maschenfein. Die liefern sehr, sehr schnell, sind sehr zuverlässig, schicken immer Sendungsbenachrichtigungen. Und da habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Damit bin ich immer sehr zufrieden, kann ich auch nur jedem weiterempfehlen. Und ich habe das Gefühl, dass die hier vielleicht sogar ein bisschen weicher ist als die hier. Also, vielleicht. Oh, wobei. Ja, ich glaube schon, dass die ein bisschen weicher ist. Das macht ja manchmal auch einen Unterschied, wie die gefärbt werden. Und die hier fühlt sich schon ein bisschen weicher an. Beides ist 100% Wolle. Ist ja auch die gleiche Wolle. Und 50 Gramm haben 91 Meter. Das heißt, es ist eine relativ kurze Lauflänge. Jetzt habe ich noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen würde. Oder eher ganz viele Sachen, die aber alle in einer Kategorie gehören. Und zwar waren mein Freund und ich Anfang Januar bei meiner Großtante in Ulm und haben die besucht. Und meine Großtante strickt auch wirklich ganz, ganz wunderbar und ganz viel. Und wir tauschen uns immer liebend gerne aus. Und sie hat mir eine unglaubliche Anzahl an Strickbüchern mitgegeben und gesagt, dass wenn wir das nächste Mal kommen, dass sie dann noch mehr für mich hat. Also ich kann euch das mal hier so zeigen. Also beide Tüten komplett voll bis oben hin mit Büchern. Und da bin ich ganz begeistert. Ich habe mir auch schon alle so, manche ein bisschen intensiver, manche nicht so intensiv durchgeguckt. Und manche sind jetzt mehr mein Geschmack, manche sind jetzt nicht so mein Geschmack. Eins fand ich besonders cool. Das muss ich jetzt mal hier raussuchen, wo es ist. Und zwar ist es das hier. Blütenstricken. Und da sind ganz viele so richtig coole Blumen drin. Ne? Zum Beispiel hier. Die hier. Also ich glaube, da kann man ganz viel draus machen. Ne? Und damit auch ganz viele Sachen so ein bisschen aufpeppen. Ja, das stelle ich mir sehr gut vor. Ja. Sehr schön, da habe ich mich wirklich sehr gefreut, muss ich sagen.
Dann sind wir auch fertig für heute. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch und zu durcheinander. Und ja, ich hoffe, ihr seid irgendwie auch gut mit euren Projekten vorangekommen. Und ich freue mich dann schon, euch das nächste Mal wieder zu sehen. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss!